Hast du das von der EM mitbekommen? Ach so, von der EM, du meinst das Wetten. Ja, ja, das Wetten, ja. Thomas denkt erstmal Emerging Markets. Ja, ich musste echt Emerging Markets denken. Ich dachte, was ging in den Emerging Markets? Dann habe ich mir gesagt, es ist heute Samstag. Normalerweise sollte nichts in den Emerging Markets gehen. Aber ja, EM, Europameisterschaft, I got it. Dass hier nicht über Fußball geredet wird, findet der richtig nice. Ja, lass ein bisschen über Fußball reden. Nein, Spaß. Ich würde noch gern noch ein Finanzmeme-Video sehen. Das hier ist das, was wir uns anschauen müssen. Na gut, Freunde der gepflegten Finanzmemes, seid ihr ready? Macy Mace. Ah, das hilft. Macy Mace. Dankeschön. Danke dir, Maki Maki. Maki Massi, so spricht man es aus. Das ist unfair. Ich werde ihn jetzt immer so aussprechen. Wie viel Bargeld so rein aus Interesse hast du jetzt dabei? Das müsste ich nachschauen. 90 tatsächlich. Zweimal 20 und einmal 50, ja. Du bist ja bestens ausgestattet. Was für Flex, Mann. Warum Flex? Ich war gerade abhin. Yeah. Komm Leute, wir machen jetzt jeder holt jetzt seinen Geldbeutel raus, bitte, und schreibt, wie viel Bargeld ihr habt. Ich glaube, wir müssen Macy Mace. AKA Maki Maki, müssen wir mal die Original-Videospuren geben, weil die sind immer so verpixelt. Ich habe immer so katastrophale Haut da. Eigentlich ist es auch nur bei mir so, okay? Ich habe 420 und 69 Cent. Na, Spaß. Ich habe hier, hab's gerade rausgeholt, 30 Euro. Wenn du jetzt zum Beispiel wegen... Was das für ein Aufwand ist, diese Videos. Unglaublich. Was war das für ein Video? 10 Investmentfehler. FOMO, Fear of Missing Out, irgendeiner Aktie hinterherläufst und rennst und sagst, oh, ich muss unbedingt hier investieren, weil ich will doch auch eine Rendite machen. Und das schon fast als Verlust ansiehst, weil du dir eben sagst, und das habe ich neulich irgendwo gesehen, hätte ich doch damals vor einem Jahr den Dogecoin gekauft und hätte nur einen Teil meines Portfolios da rein investiert, hätte ich jetzt ein paar Millionen und könnte mich zurücklehnen. Ja. Ich weiß, was jetzt kommt. Thomas, der Dogecoin-Wahl. Dann sage ich immer, bei solchen Sprüchen sage ich immer so, ja, und hätte ich Räder, wäre ich ein Auto. Tut, tut, ja. Nach dem Verbot der Kurzstreckenflüge. Was meinst du, wird beim nächsten Bitcoin-Halving passieren? Geht durch to the moon. Ich würde sagen, die Block-Subsidy wird halbiert. Oh. Low. Und deswegen habe ich einfach mal so aus realistischer Betrachtung das Ganze hier für euch aufbereitet. Mit drei unterschiedlichen Fallbeispielen. Ja, was ist denn das für ein Eierkopf hier? Ich habe gar nichts gemacht. Wie funktioniert das? Oh, Talerbox mit dabei. Sehr gut. Wir lieben Steuern. Funktioniert das einfach, beziehungsweise wenn ich jetzt mir keinen Steuerberater leisten kann, wie würde ich da so ein bisschen dran gehen? Google. Finanzfluss-Videos schauen, ja. Top qualitativ hochwertigste Steuerberater Christoph Jun bei uns zu Gast, ja. Man muss da eigentlich wirklich keine eigene Denkleistung erbringen. Und was für einen Satz könnte man noch so sagen, jemanden wie ich, der immer das Gefühl hat, so, okay, macht irgendwas falsch? Googeln. Irgendwie so. Also, ich habe da total viel Verständnis für, wenn Leute Angst haben davor, aber wenn man einfach mal anfängt und sagt, ich öffne heute Google und lese 10 Minuten, andere schaffen es auch. Ach, das sind, wer ist denn Ich liebe Steuern? Sind das quasi Steuerinfluencerinnen oder was? Interesting. Okay, danke dafür. Der nächste Punkt, auch wieder irrational. Wie funktioniert eigentlich der Mirk Düller Aktienfonds? Spoiler an dieser Stelle, er hat ein etwas anderes Konzept, als wir es bisher hier immer vorgestellt haben. Und daher habe ich es mit Besonderheiten ausgestattet, die ihn, wie ich finde, von den meisten anderen Fonds am Markt unterscheidet. Wie geil ist das denn? Oh, jetzt will ich wissen, was hat Ann verbrochen? Okay, Leute, nochmal um es klarzustellen, Reis muss immer gewaschen werden.
Also ich muss echt sagen, ich bin kein Fan davon, so Kokosmilch. Oh nein, jetzt geht es noch über die ganze Finanz-YouTuber-Szene. Mich in Reis reinzumachen. Kokosmilch, was ist damit? Ich bin dann in die Malibu. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so verrückt werden, weil wir echt ziemlich viel Milchfluss, glaube Geil. Okay. Also, herzlichen Glückwunsch an, du hast es in dein Macy Mace-Video geschafft. Das ist ein Lobbyisten-Argument, weil dann mächtige, reiche Lobbyisten. Reiche Lobbyisten hinten. Reiche Lobbyisten, achte den Chat. Da stecken, die das verhindern und die. Die Macht hat. Genial. Echt genial. Ja, nice. Standardmäßig natürlich erstmal geliked. Subscribed geht natürlich nicht, weil schon getan. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mal nice. 5 von 10. Also ich würde sagen, das Video ist eine glatte 70 von 30. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.